So, und da sind wir wieder. Wir schauen nochmal in die Kiste. Denn da. Da ist das, was ich gesucht habe. Darunter liegt ja was. Na, wenn das kein Dietrich ist, mit dem Teil sollte es ein Kinderspiel sein, hier rauszukommen. Wenn das kein Dietrich ist, ist das ein Heinrich. So, die Kreide nehmen wir mit, die brauchen wir nämlich. Und das... Das Beauty-Set für die... Ja. Das Beauty-Set... Wieso kannst du das nur angucken? Das sollst du doch gar nicht. Achso, weil ich Dietrich und Kreide im Inventar habe. Ich kann ja nur zwei mitnehmen. So, nee, nicht den Schreibtisch angucken, geh nach vorne zur Tür. So, Dietrich, komm, geh nach vorne. Wollen wir doch mal sehen, ob wir die Tür knacken können. Abgebrochen, so ein verdammter Mist. Mit den Designerteilen ist es auch nicht mehr weit her. Jetzt reicht's aber. Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch eine Siesta halten. Hallo, hört mich jemand? Ja, natürlich. Dein Maul bekommst du auch nicht mehr auf. Hör mal zu, du Trunkenbold. Für dich ist das Wort des Jahres Respekt. Respekt vor dem starken Geschlecht, den Frauen. Bier trinken und grölen, die zwei einzigen Hobbys von euch machohaften, primitiven Herdenviechern, sind jetzt tabu. Das sind Relikte einer archaischen Welt. Damals konntet ihr euch noch auf Kosten der arbeitenden Frauen vergnügen. Doch damit ist jetzt Schluss. Also endlich Ruhe hier, bevor ich meine Engelsgeduld verliere. Ein Wolf muss tun, was ein Wolf tun muss. Hallo! Seid ihr taub? Verdammt nochmal, so eine Verf... Wer hat denn diese Verf... Leiter hier hingestellt? Oh nein, oh Schreck! Hilfe! Okay. Dann werden wir mal die Kreide essen. Ich will mich nicht grundlos mit der widerlichen Kreide beschäftigen. Kreide mochte ich noch nie. Achso, dann nochmal mit der Tür reden. Hallo! Hallo, ist da jemand? Jemand? Pah! So kann doch nur ein Mann fragen. Was ist mit den galanten, unterwürfigen Männern der Jahrhundertwende passiert? Die wussten noch, wie sie sich zu benehmen hatten. Oh nein! Ausgerechnet Rotkäppchen, eine fanatisierte feministische Rotzgöre! Ich sitze hier fest. Bitte hol mich hier raus. Haha, jetzt sitzt du in der Falle, du Macho-Trottel. Finde dich damit ab. Wirklich emanzipierte Frauen helfen nur anderen Frauen. Ich bin eine Frau. Glaub mir, ich bin eine Frau. Haha, darauf falle ich nicht rein. Gut, dann werden wir mal die Kreide essen. Ja, das mache ich jetzt aber äußerst ungern. So, und nochmal. Zu Hilf! Zu Hilf! Eine Maid in Not? Ich bin es, deine Freundin Alex. Alex, ist alles in Ordnung? Hat dir Simon irgendetwas angetan? Der Lüstling wollte mich antatschen, doch ich konnte ihn niederschlagen. Hilf mir heraus, schnell, bevor dieser wilde, kraftvolle Hengst mich wieder bedrängt. Halte durch! Rettung naht! Ja. Wo ist Alex? Was hast du mit ihr angestellt? Alex ist, durch das Fenster geflüchtet. Du willst mich wohl verarschen? Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du deine Stimme nicht mehr zu verstellen, um wie eine Frau zu klingen. Aua! Noch so ein Ding und ich verpasse dir eine richtige Geschlechtsumwandlung. Ja, Kinder packt man halt nicht an. Aber trotzdem, die Drecksgör, ganz ehrlich. Oh, meine Fresse. So, jetzt können wir aber rausgehen. Aber... wir nehmen mal das Beauty-Set mit. Das hatte ich noch so im Kopf, dass das wichtig ist. Und dann gehen wir hinaus. Hinaus, hinaus, hinaus. Na toll. Von Maulwürfen entführt, beraubt und eingesperrt. Von Rotkäppchen gerettet und runtergemacht. Euch werde ich zeigen, was es heißt, sich mit Simon, dem Zauberer, anzulegen. Was tun, sprach Huhn.
Erstmal brauche ich ein Ersatzinventar und dann werde ich diese vermaledeiten Maulwürfe verfolgen und finden. Und wenn ich bis ans Ende der Welt reisen muss. Ja. Hallo Wolf. Hallo Polly. Hallo Vögelchen. Sag artig guten Tag zu Onkel Simon. Guten Tag, Polly McGeeks. Aha. Hey, du kannst großartig sprechen. Du klingst gar nicht wie ein mechanischer Vogel. Wie heißt du denn? Polly McGeeks. Polly McGeeks. Bestimmt kann man mit dir tiefe Gespräche führen über alles, was im Leben so läuft, ne? Wir könnten natürlich auch über die Leute in dieser Kneipe lästern und uns darüber auslassen, wie viel dieser Suff-Wolf wohl mal wieder intus hat und ob der Wirt wirklich der nette ältere Herr ist, den er äußerlich darstellt. Polly McGeeks! Polly McGeeks! Okay, ganz so vielseitig bist du ja doch nicht, vom Wortschatz her. Oder klemmt es irgendwo? Simon will auch Keks. Gut, einmal in die Truhe gucken. Das Schloss ist verrostet. Ich bekomme sie nicht auf. Dann reden wir mal den Wolf mal. Kannst du auch nicht mehr stehen. Hey, Wolf, alter Schluckspecht. Simon. Wie kommst du denn hierher? Saufen. Eins muss man ihm lassen. Er bringt die Sachen wirklich schnell auf den Punkt. Ich komme später wieder, wenn... Irgendwann halt. So, hallo Flaschengeist. Dr. Peach kann lange. Seht, wen die Wellen an den Strand gespült haben. Wenn das nicht Simon ist. Aus Simon 2, genau. Wenn das nicht der Flaschengeist aus Simon 2 ist. Wie geht's denn, altes Haus? Dieses überbetont Kumpelhafte in deiner Art irritiert mich etwas. Aber natürlich weiß ich, dass dies nur an deinem unterdrückten Wunsch liegt, immer und zu jeder Zeit die Oberhand zu haben. Du musst wissen, seit unserer letzten Begegnung habe ich mich stark weiterentwickelt. Ich bin nun kein gewöhnlicher Flaschengeist mehr, nein. Ich habe mich vor vielen Jahren zum Therapeuten fortgebildet und bin seither auf der Suche nach neuen Patienten, die sich in die Obhut meiner treffsicheren Psychoanalyse begeben möchten. Danke für die Warnung. Kennst du diese komischen kleinen Maulwürfe, die eben hier waren? Klar, die waren schon öfter hier. Tun immer ganz geheimnisvoll und nehmen sich furchtbar wichtig. Alles an ihnen deutet auf eine nicht ganz ausgelebte anale Phase hin, die... Okay, außer diesem unnützen Psychokram weißt du nichts über sie? Nein, aber frag mal den Kapitän Narrow. Captain wer? Und wo finde ich den? Na, Narrow, das ist der, der draußen im Mastkorb festhängt. Unglaublich. Der Metallvogel da drüben, der kann sprechen. Ja, er spricht ohne Punkt und Komma und ohne Pause. Wirf ihn doch raus. Ich kann ihn doch nicht einfach mitten in seiner Therapie vor die Tür setzen. Das wäre sein Ende. Polly wurde von Dr. Peach erschaffen, aber Peach ist sehr unzufrieden mit seinem Werk und würde den Papageien am liebsten wieder demontieren. Ein typischer Vater-Kind-Konflikt also. Daher rührt auch Pollys übersteigerte Angst vor Kälte. Er will auf sich aufmerksam machen. Warum arbeitest du eigentlich in so einer schimmeligen Kneipe, wenn du so ein toller Psychiater bist? Kannst du mir einen Ort nennen, wo man mehr Leute mit interessanten Komplexen und Persönlichkeitsstörungen trifft als eine Kneipe? Und jetzt kommst noch du dazu. Heute muss mein Glückstag sein. Finger weg! Therapier dich selbst, Flaschenhocker! Okay, und tschüss. Bis dann. Ich habe ein paar Charaktere wieder aufwärmen. Hallo, Karaffe mit Wasser. Reines, klares Wasser. Igitt. Eine Zigarrenkiste. Ich schluck den rum. Ich schluck den rum. Oh, so ein Kästchen hatte ich früher immer zur Aufbewahrung meiner Flohsammlung. So, haben wir hier noch irgendwas? Hurra und hoch die Tassen, hurra und hoch die Tassen, hurra und hoch die Tassen und dann die nächste Runde. Halt doch endlich die Klappe! Da unten liegt etwas Weißes. Es könnten die Knochen desjenigen sein, der die Kurve hier nicht gekriegt hat. Okay, dann gehen wir mal raus. Oder? Nee, Harpune nehmen wir noch mit.
Wer mir jetzt Ärger bereitet, kriegt die Harpune in die Wand gerammt. Ich weiß was sowieso, dass wahrscheinlich das Falsche wieder in die Kiste lagern. Hilfe! Ich will hier runter! Ich will hier runter! Hey, du da oben! Du hast doch eben mit den Maulwürfen gesprochen. Kannst du mir sagen, was die mit mir vorhaben und wo sie plötzlich hin sind? Hilfe! Hol mich hier runter! Diese garstige Möwe ruiniert mir meine Frisur! Au! Ach, runter von mir! Ich muss wirklich dringend mit dir sprechen! Kannst du nicht einfach runterspringen? Wie unschick! Da würde ich mir ja alle Knochen brechen! Hilf mir runter! Okay, er will runter, ich hab's kapiert. Vorher kriege ich kein vernünftiges Wort aus ihm raus. Ich muss mir wohl etwas einfallen lassen, denn wie es aussieht, ist diese Leiter hinüber. Ja, gut. Da sehe ich doch schon ein Feuerzeug. Das nehmen wir doch gleich mit. Ein Feuerzeug. Praktisch und gut. Ja, erstmal zurück. Und dann hier ist ein Schädel. Noch mehr Gold. Schön, schön. So, sehr schön. Da haben wir Mulde im Stein. Das ist eine Strandhütte. Die Brandung hat eine Mulde in den Stein gewaschen. Oh, eine Krabbe. Behalte ja deine Scheren bei dir, Kleines. Genau, und dafür brauchen wir das Beauty-Set. Hier ein Strich und da eine Wimper. Hübsch. Schminken kann ja doch spaßig sein, wenn sich das Opfer nicht wehren kann. Jetzt haben wir eine geschminkte Krabbe. Die brauchen wir noch. Strandhütte. Na komm, einmal in die Strandhütte. Sieht aus, als würde hier eine echte Emanze wohnen. Das ist bestimmt Rotkäppchens Hütte. Ja, und dann ist da so eine unglaublich gefährliche Krabbe. Aber da werden wir die geschminkte Krabbe drauflegen und dann haben wir hier freien Zugang. Ach ja, die Liebe. Was für ein Glück, dass ich kein verliebter Trottel bin. Bei Frauen muss man kühlen Kopf bewahren. Super, jetzt habe ich wenigstens erstmal wieder ein Inventar. Mein Hut wäre mir allerdings lieber. Mal sehen, was wir da haben. Eine angefressene Kekspackung und eine hässliche Puppe. Hey, die sieht ja aus wie ich. Soll das etwa eine Voodoo-Puppe sein? So, alles verstaut. Wenn Rotkäppchen sieht, dass ich ihren Rucksack geklaut habe, macht sie mich fertig. Ich behalte ihn lieber unter meinem Umhang. Sehr schön, wir haben wieder ein Inventar. Huhu. Das sollte die Puppe entschärfen. Erstmal ausziehen, genau. Wunderbest. Sehr schön, das heißt, jetzt können wir alles wieder so machen, wie es sein soll. Und dann nähern wir uns auch so langsam dem Ende von dem, was ich gespielt habe bisher. Wieder hinaus. So, jetzt weiß ich, dass hier noch irgendwo ein Stein war, glaube ich. Mulde im Stein. Da, da ist noch ein Stein. Da hinten ist, Oh, Geröll. Madame. Geröll kann man immer gebrauchen. Wir können doch mal eben... Wir haben noch ein Seil. Das werde ich gleich mal mit der Harpune hier zum Labor. Bitte identifizieren Sie sich. Ich bin es. Simon der Zauberer. Zugang verweigert. Mist. Da werden wir wahrscheinlich Polly für brauchen. Wir gehen mal zum Strand und werden uns der Emanze mal nähern. Oh, Festung der Emanzipation. Ein schiefer Blick und du singst im Knabenchor. Jetzt sei doch mal nicht so. Hallo. Alles okay? Du siehst irgendwie so verändert aus. Und nicht gerade zu deinem Vorteil. Das muss man erstmal schaffen, wenn man eh schon so ein hässliches Entlein ist wie du. Also bei mir ist alles bestens. Warum fragst du? Du wirkst noch dämlicher als sonst. Irgendwie nicht nur geistig, sondern auch körperlich schief. Ist was mit deinem Rücken? Mit meinem Rücken ist alles in Ordnung. Höchstens die Last der Verantwortung hat ihn etwas, gebeugt. Du verstehst? Verdammt, wenn sie den Rucksack bei mir findet, bin ich erledigt. Jetzt sehe ich das erst richtig. Du bist ja noch viel buckliger als sonst. Wie hast denn das geschafft?
Ach, ich habe eine grüne radioaktive Flüssigkeit getrunken und bin spontan mutiert. Sowas kommt vor. Wenn ich es mir recht überlege, trink doch einfach noch mehr von dem Zeug. Irgendwann wird man dich von einem verschimmelten Stück Käsekuchen nicht mehr unterscheiden können. Du bist ja nett. Für eine wichtige Durchsage. Ich wiederhole, wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Durchsage. Ja, was ist das für eine Durchsage? Egal. Ach, hier geht's ja noch weiter. So. Was haben wir denn hier? Allmächtiger Steinkopf. Das ist der hässlichste Gartenzwerg, den ich je gesehen habe. Sollten Sie den Außerirdischen begegnen, ziehen Sie sich geordnet und langsam zurück. Vermeiden Sie jede direkte Auseinandersetzung und Provokation. Lassen Sie sich nicht vom fürchterlichen Geschrei der Aggressoren in Panik versetzen. Die Aliens hinterlassen weiterhin eine Welle der Zerstörung, wo immer sie auftauchen. Auch hier. Hey, danke. So, wir brauchen Polly, um ins Labor zu kommen, wahrscheinlich. Weil Polly ist ja vom... Wir haben ja auch die Kekspackung. Kekse an Polly. Schade, dass... Mach schön den Schnabel auf. Jetzt kommt das Flugzeug. Oder auch Zeit. Danke. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich noch verhungert. Hier kümmert sich ja keiner um das, was ich sage. Unglaublich. Wieso bloß? Hey Polly, du hast doch bestimmt eine schlaue Idee, wie man die Spracherkennung an der Tür zum Erfinderschuppen austricksen kann, hm? Nicht überraschend, dass ein Wesen von so schlechter Intelligenz an dem Mechanismus scheitern muss. Jetzt reicht's mir aber. Na warte, du Mülleimer mit Flügeln. Aber da du mir einen Keks gegeben hast, will ich mal nicht so sein. Ich öffne diese Tür für dich. Einzige Bedingung, du verschonst mich ab sofort mit deinem hirnlosen Geschwätz. So, und jetzt Vorhang auf für Polly, den besten Stimmenimitator diesseits des Äquators. Yay, sehr schön. Vielen Dank für die Blumen. So, wir gehen aber nur ganz schnell mal bei Rotkäppchen rein. Mhm. Ist hier noch irgendwas? So ein sehr gemütliches Bett, aha. Opferbär. Die hat ein paar Probleme. Muss man ja sagen. Die hat ein paar extreme Probleme. So, Polly. Bitte identifizieren Sie sich. Ich bin Zugang. Mist. Achso, wir müssen mit Polly reden, okay. Bitte identifizieren Sie sich. Edward Peach. Stimme identifiziert. Bitte treten Sie ein, Dr. Peach. Wow, ein fliegender Kassettenrekorder. Was es alles gibt. Dieser Spruch war deutlich unter meiner Würde. Und jetzt wende ich mich wieder meiner Studie über die Metaebene von Tresenbesprechen zu. Du entschuldigst mich bitte? Die haben doch alle nicht mehr alle, die haben nicht mehr alle Latten beim Zaun. Alle zusammen. So, wir sind hier. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass du störst? Ich... Oh, das klingt gar nicht gut. Ah, die Außerirdischen kommen! Bärte des Propheten, was soll der Unfug? Nein, nicht die Katalysatorflüssigkeit! Okay, wir haben ihn getötet! Nein! Ups! Vor merkwürdigen Geräten kann man sich hier kaum retten. So, ziemlich Doktor... toter Dr. Peach. Ich trage nur Leichen durch die Gegend, die ich auch selber auf dem Gewissen habe. Achso. Da ist ein Fisch. Aber ich habe gerade Taschentuch gelesen. Hallo? Ich habe doch gerade Taschentuch gelesen.
Alex wäre stolz auf mich. Ich trage ein sauberes Taschentuch bei mir. So, ja, Häufchen mit Unterlegscheiben. Sieh an, hier hat der Erfinder seinen Notgroschen versteckt. Kommode. Das sind gar keine Schubladen. Das sind Drehschalter an einem eigenartigen Gerät, das wie eine Kommode aussieht. Da, Dublon. Das merkt er bestimmt nicht. So, wir bedienen uns ja mal eben. Wir müssen auch sehen, dass wir ihn wahrscheinlich wieder zum Leben kriegen irgendwie. Haben wir hier irgendwas? Kaffeebereiter, guck mal. Das bringt so viel, wie wenn ich ein Auto ohne Benzin fahren wollte. Da müssen noch Kaffee und Wasser rein. Kaffee und Wasser. Wasser haben wir. Ein Detektor. Dieses spaßige Teil werde ich mir nicht entgehen lassen. Juhu! Was haben wir noch? Heizpilz. Generator. Was ist denn das mit diesen Kreidezeichnungen da? Komm mal eben her. Die Smileys an der Tafel sehen nicht sonderlich glücklich aus. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Können wir den irgendwie... wieder zurückholen. Was haben wir denn hier noch? Erfindertisch. Da ist ein Voodoo-Buch. Ein Buch über Voodoo? Was für ein Blödsinn. Was für ein Blödsinn, da werden wir doch mal eben reingucken. Mal sehen. Wiederbelebung leicht gemacht. Modernste Methoden der Zombie-Erschaffung ohne Hühnerblut. Um die kürzlich verstorbene Person mit den neuesten Methoden des modernen Voodoos ins Reich der Lebenden zurückzuholen, beachten Sie bitte folgende einfach verständliche Schritte. Sie benötigen eine Voodoo-Puppe. Das Nähen von Voodoo-Puppen können Sie in unserem Workshop Wunderbares Voodoo-Wochenende erlernen. Oder bestellen Sie einfach eine qualitativ hochwertige Voodoo-Puppe aus unserem reichhaltigen Sortiment. Die unpersonifizierte Voodoo-Puppe muss personifiziert werden. Tipps und Tricks zu diesem Thema erfahren Sie von unseren kompetenten Spezialisten unter der Nummer 385-Voodoo. Bitte platzieren Sie die Voodoo-Nadeln an den wichtigsten Chakra-Knoten. An Herz, Kopf, linkem Arm und linkem Bein. Rostfreie Voodoo-Nadeln können Sie aus unserem ausführlichen Katalogsortiment bestellen. Wir haben garantiert für jeden Geldbeutel das Richtige. Versetzen Sie der Voodoo-Puppe durch die Nadeln Stromstöße in der richtigen Reihenfolge. Herz aktiviert die Lebensfunktion. Hauchen Sie Ihrem Verstorbenen mittels eines Stromschlags Leben ein. Wichtig, die Denkfunktion sollte zunächst vorbereitet werden, da Ihr Verstorbener sonst als völlig hirntoter Zombie ins Leben zurückkehrt. Kopf aktiviert bei Leichen kurzzeitig die Denkfunktion. Sind Arme und Beine nicht vorbereitet, bleiben sie jedoch auf ewig taub. Arm aktiviert die Greiffunktion der Hände. Achtung, funktioniert nur, wenn die Füße bereits aktiviert wurden. Bein aktiviert die Gehfunktion der Beine und Füße. Okay, also musst du erst das Bein, dann der Arm, dann der Kopf, dann das Herz. Das ist ja okay, personifiziert. Das heißt, wir haben doch hier ein Taschentuch, den nehmen wir so als Kittel. Das sieht doch fast aus wie ein kleiner Laborkittel. Und dann werden wir mal, hier, wir haben ja die Nadeln und das können wir doch in die Puppe stecken. Bevor ich die Nadeln in die Puppe ramme, will ich sie auf eine bestimmte Person ausrichten. Okay, können wir hier so? So etwas kann ich nicht tun. Ist die jetzt? Das sieht doch fast aus wie ein kleiner Laborkittel. Ja, hier, guck mal. Keine Spur Leben mehr in ihm. Jede Menge spitze Nadeln. Jetzt habe ich doch hier, guck mal. Bevor ich die Nadeln in die Puppe ramme, will ich sie auf eine bestimmte Person ausrichten. Ja, aber sie sieht doch jetzt schon aus wie der Doktor, oder nicht? Irgendwas ist doch hier noch nicht in Ordnung. Na gut, gucken wir mal später. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ich habe ja noch, ich wollte noch das Seil mit der Harpune ausprobieren. Wo ist sie denn da? Cool, jetzt habe ich ein abschießbares Seil. Ich kann noch versuchen, den da oben ein bisschen rauszuholen. Da Harpune mit Seil und dann Ketten am Ausguck. Achtung, Kopf einziehen.
Mein Gottchen, du hättest mich beinahe getroffen, du Schuft. Na toll, jetzt darf ich losgehen und alles wieder einsammeln. Etwas später. So, ich habe das Teil wieder eingesammelt. Ich muss mir für den nächsten Versuch etwas anderes überlegen. Ich kann auf die Entfernung nicht richtig zielen. Zumindest nicht ohne eine Zielvorrichtung. Ja, so ist das dann halt. Wenn wir den Detektor dann nicht irgendwo benutzen. Was für bizarre Einstellungsmöglichkeiten. Oh, Brot, Käse, Tabak, Alkohol, Schokolade, Papier, Blech, Glas, Käse. Das ist ja cool. Käse, Tabak, Alkohol, Blech, Glas, Brot, Käse. Das ist ja cool. Tabak und Blech. Warum auch immer. Der Detektor hat nichts gefunden. Das ist ja witzig. Nochmal. Was für bizarre Einstellungsmöglichkeiten. Ich will ihn auf Holz einstellen. Und dann auf Schokolade. Der Detektor hat nichts gefunden. Das habe ich mir schon fast gedacht. Naja, gut. Den Detektor werden wir uns auch nochmal später wieder auseinandersetzen. Nochmal ins Labor. Kaffeebereiter. Das bringt so viel. Ja, da fehlt noch Kaffee und Wasser. Wasser haben wir ja schon. Wie können wir den denn jetzt prägen? Ein Kabel mit 4 kleinen Klemmen am Ende. Ja. Ich trage nur Leichen durch die Gegend, die ich auch selber auf dem Gewissen habe. Kann ich die Puppe mit ihm verwenden? Diese Kombination führt zu keinem Ergebnis. Das ist aber blöd. Die Nadeln? Leichenschändung ist schon seit Jahren nichts mehr für mich. Das Malträtieren der Voodoo-Puppe reicht vollkommen aus. Gut, dann werde ich nochmal eben kurz eine Pause machen, weil wenn ich jetzt erstmal Schluss machen muss, ist gerade etwas... So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.